Nächste Rednerin ist von Team Stronach Walter Dietrich. Geschätzter Herr Bundeskanzler, geschätzte Mitglieder der Bundesregierung, Hohes Haus, meine Damen und Herren. Herr Kollege Chapp, mit großem Staunen habe ich gehört, das Loblied auf den ORF, das Loblied auf Dr. Brawitz. Und ich frage mich, ob Dr. Brawitz bei Ihren Vorzugsstimmen im Wahlkampf auch so engagiert für Sie gekämpft hat. Weil, wie wir wissen, hat er das ja für Sie organisiert, um einmal klarzulegen, wie eng die Verflechtung zwischen Partei, SPÖ und ORF ist. Und meine geschätzten Damen und Herren, Herr Bundeskanzler, Sie haben gemeint bei Ihrer Antrittsrede, Sie spüren diese Erwartungshaltungen. Und die Erwartungshaltungen beziehen sich selbstverständlich von der Bevölkerung darauf, dass erstens einmal der Stillstand beendet wird und zweitens, dass die Backelei um Posten und Funktionen in diesem Land endlich ein Ende findet. Und wer in den letzten Tagen mit dabei war, hat hautnah erlebt, wie dieser Postenschacher weitergeht. Und ich sage Ihnen schon, allein in der Situation, wo Sie nicht mehr Ihren Kandidaten vorgeschlagen haben, war für uns klar, dass es diesen Pakt gibt. Ich glaube, sogar die SPÖ hat die Frau Kracker vorgeschlagen, diesen Pakt gibt, der einerseits den Rechnungshof betrifft und andererseits den ORF. Weil der ORF ist, und das wissen wir alle, die Spielwiese der SPÖ, die Spielwiese der Macht, die Spielwiese der Politik. Und ich zitiere Ihren eigenen ehemaligen Nationalratskollegen Kratky, der gemeint hat, für uns sind Rundfunk und Fernsehen Machtfragen. Der hat es ganz klar am Punkt gebracht. Und auch wenn der Herr Bundeskanzler heute meint, okay, das ist wichtig, dass das Unternehmen schwarze Zahlen schreibt, da bin ich bei Ihnen. Aber schwarze Zahlen sind das eine und eine rote Politik ist das andere. Und dagegen verwehren wir uns. Wir wollen einen Rundfunk, einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der überparteilich, der unparteiisch agiert und der nicht seine eigene Politik dort macht, indem er die Menschen mit der Meinung beeinflusst und Meinungsbildung in eine politische Richtung vornimmt. Und meine geschätzten Damen und Herren, wie eng diese Verflechtung ist, das sieht man daran, dass auch heute noch jeder wichtige Posten politisch besetzt wird, dass die Berichterstattung im ORF nach wie vor tendenziell ist und dass die SPÖ dort das Zentrum ihrer Medienpolitik hat. Wir stehen für Meinungsfreiheit. Wir stehen dafür, dass jene Leute, die Zwangsgebühren zahlen, und das sind immerhin 600 Millionen, die von den Menschen bezahlt werden, auch mitreden können, dass die mitentscheiden können, dass sie ein Recht drauf haben, wie der Kollege Strolz sagt, dem Hearing beizuwohnen. Aber wir gehen einen Schritt weiter und sagen, warum kann man da nicht mit einer Briefwahl mitbestimmen? Warum kann man nicht mitbestimmen über Personen, über Teams, über Programme? Weil es geht nicht nur darum, ein Unternehmen zu führen, sondern es geht auch darum, den öffentlich-rechtlichen Auftrag nachzukommen und Meinungsfreiheit in diesem Land zuzulassen und nicht Parteipolitik vom ORF aus zu betreiben. Und ich sage Ihnen, in den letzten Monaten haben wir sehr wohl Parteipolitik erlebt, etwa als Ihr Vorgänger, der Herr Bundeskanzler Faymann, eine Stunde im Zentrum Zeit hatte, seine politische Position darzulegen. Oder als einfach ein Präsidentschaftskandidat, einer von sechs wurde ausgeladen, weil ein paar Journalisten der Meinung waren, naja, der passt uns nicht so ins Konzept, den wollen wir nicht dabei haben. Oder als der Präsidentschaftskandidat Hofer mit beabsichtigter oder nicht beabsichtigter schlechter Recherche ins Lügeneck gedrängt wurde. Das sind Vorgänge, die wir nicht haben wollen. Wir wollen eine faire Berichterstattung. Und wie sehr es die ÖVP mit dem Wort Unabhängigkeit meint, das hat mich schon zum Staunen gebracht, als der Generalsekretär Peter MacDonald meint, ein unabhängiges Gremium
wird dort entscheiden. Meine geschätzten Damen und Herren, wie weit entfernt sind Sie denn von der Realität? Ein Gremium, das zu 91,5% von Parteisoldaten besetzt ist, von Menschen, die eng mit Parteien in Kontakt sind, wo Rücksprache herrscht, als unabhängig zu bezeichnen? Aus unserer Sicht ist das absolut auch ein politisches Gremium. Das ist die Hand, über die dann Kollege Lopatka hingreift und sagen wird, so und so entscheiden wir. Und mich wundert es dann schon, wenn der Landeshauptmann Schützenhöfer meint, er kann sich vorstellen, den General Brabetz mit zu unterstützen. Da schaue ich mir auch an, was in der Steiermark stattfinden wird. Ob da nicht dann beim Landes-ORF-Chef auch wieder mitgedealt wird. Ob man da nicht auch wieder schaut, eine optimale Person zu finden, die in der Berichterstattung so ist, dass es für die politisch Mächtigen passt. Meine geschätzten Damen und Herren, wie stark die Verbindung zwischen SPÖ und ÖV und ORF ist, vielleicht an einigen Namen kann man das sehr deutlich darstellen. Brokal Josef, Kudenhof Kalergi, Dietelbacher Fritz, Eugen Freund, Thomas Fuhrmann, Raimund Löw. Ja, das würde sich mehr und weniger fortsetzen lassen. Alles Parteifunktionäre der SPÖ, die über die Parteischiene jetzt im ORF sind und dort unabhängige Berichterstattung machen. Meine geschätzten Damen und Herren, es ist höchst an der Zeit, den ORF neu aufzustellen. Es ist höchst an der Zeit, jene, die ihn finanzieren, mit einzubinden in die Entscheidung und denen mehr Macht zu geben. Wer zahlt, schafft an und nicht wer backelt, kommt dran. Das ist das Motto, wofür wir stehen. Und ich würde es mir wünschen, wenn wir das auch im ORF umsetzen können. Der ORF müsse neu aufgestellt werden, fordert Walter Dietrich vom Team Stronach.